Dann zeigen Sie doch mal Ihre Räume. Ich gehe mal voran. Ach, wie schön. Ist das schön. Boah. Okay, weiß man gar nicht, wo man zuerst gucken kann. Hier, mein Fischraum, ne, bei mir zu Hause, ganz privat. Mit meinen ganzen Aquarien und Projekten, die ich so mache und zeige auch immer wieder. Ich freue mich mega, dass du hier bist. Und danke, dass ich da sein darf. Lass mal hier mal alles einmal durchgehen. Es ist viel zu sehen und gibt auch ganz viel zu erzählen dazu. Nate-Drop. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Neben mir sitzt der Martin. Ich denke, einige oder mindestens mal die meisten von euch kennen Martin bereits von seinen YouTube-Videos. Martin macht schon länger als ich YouTube und ist quasi vollkommen in der Thematik Hobby zeigen drin. Genau, super ausgedrückt. Wir sind hier in deinem Hobbyraum. Ja. Wir sind umgeben von Aquarien. Wir werden natürlich für euch jetzt mal so eine kleine Tour veranstalten, wo man mal so einen, ich muss ja leider sagen, kleinen Einblick gewinnt, weil bei dir gibt es so viel zu entdecken, das passt gar nicht in Video und wir würden alle morgen noch hier sitzen, wenn wir das im Detail durchgehen. Ja. Aber wir fangen direkt mal an und ich würde sagen, wir suchen uns das Becken direkt vorne aus. Das Rennbahn-Aquarium. Richtig. Ich nehme an, Rennbahn kommt so ganz leicht durch die Form zustande. Ich kann aber natürlich auch falsch liegen. Nee, du liegst 100% genau richtig. Das ist auch der einzige Grund. Ja, ich muss ja mal gucken mit dem Gewicht von den Aquarien und deswegen dieses flache Becken und trotzdem auf eine Grundfläche zu kommen, ne? Und deswegen diese Länge. 1,50 Meter hat das Aquarium und nur eine 20er Höhe. Also das ist halt schon superschön. Ziemlich extrem. Ne? Sowohl im Meerwasser als auch im Süßwasser ein Maß, was ich total liebe. So absolut. Dieses 20, 25 Zentimeter hohe bietet so richtig diesen Flussflair. Absolut, genau. Ne? Und so von der Einrichtung her, es ist halt Südamerika, so grundsätzlich vom Besatz her und alles relativ natürlich. Ich nenne die Richtung immer Biotop Aquaristik Light. Ja, also habe ich gehört von dir, genau. Ja. Was Pflanzen angeht, ist das nicht Biotop. Richtig, aber genau. Ne? Aber es ist halt irgendwie natürlich, ne? So wie man sich das vielleicht vorstellen kann. In richtigen Biotopen hast du in der Regel, wenn wir von Südamerika sprechen, viel weniger Pflanze. Ne? Das ist dann auch so ein Optikding. Was hier jetzt besonders ist, ich habe bei dem Aquarium, glaube ich, angefangen, in diesen Emersen-Bereich auch reinzugehen. Also, dass wir über Wasser dann noch Bepflanzung haben. Zu Beginn hatte ich einfach hier tatsächlich eine Abdeckung drauf, also Glasscheiben. Und man guckt halt von oben auf das Aquarium in der Regel, ne? Wenn man sich jetzt nicht gerade hier klein macht und davor setzt. Ja. Und dann sah das halt voll hässlich aus immer von oben. Beschlagene Scheiben und mit der Zeit auch so ein bisschen verkalkt und dreckig und so. Und dann habe ich überlegt, wie kannst du das machen? Und dann hat das ja so ganz klassisch diese Längsstiege. Und da habe ich überlegt, die kannst du doch mal versuchen zu bepflanzen. Und wie man sieht, das hat echt gut funktioniert und auch jetzt wirklich schon lange. Ne? Also du hast wirklich, ich will schon fast sagen, die Frechheit besessen und hast einfach die Glasstege mit Erde zugeknallt und Pflanzen draufgesetzt. Ja, so ungefähr, genau. Also es ist das Sphagnummoos, was ich drunter gepackt habe. Damit es dann auch so ein bisschen Wasser zieht, das ist ein toller Wasserspeicher. Und dann habe ich da einfach Pflanzen drauf geklatscht. Und geil. Die Hydrocotyletripatita hier ist halt die Pflanze, die in dem Setting am besten gepasst hat und die ist auch übrig geblieben. Und ja, da muss ich regelmäßig Friseur spielen an der Stelle. Ja, glaube ich. Mag auch einfach super, super gerne den Blick von oben in so ein Gewässer. Ne? Ja. Also das finde ich halt auch was wie in der Natur. Also man guckt ja in der Natur in so einen Fluss auch von oben rein. Ja. Ne? Und das finde ich schon echt immer total spannend. Also das ist dein ältestes Becken? Was jetzt hier steht, genau. Ja. Wie lange steht das jetzt so? Müsste ich selber in meinen Videos nachgucken. Ich denke 4 Jahre ungefähr. Okay. Wenn man jetzt so den Begriff Aquascaping definieren möchte, wie siehst du das jetzt bei deinen Aquarien? Ja. Bist du ein Aquascaper? Bist du wirklich 100% Optik oder wie nimmst du diese Szene, sag ich mal, wahr? Also da habe ich mir wirklich genau zu dem Thema schon sehr intensiv Gedanken gemacht, weil ich damit auch durch die Videos immer mal wieder konfrontiert bin, ne, in Kommentaren und so weiter. Das geht dann von, jetzt macht ihr nur noch Aquascaping, oh, jetzt geht's nur noch in diese Richtung und so. Für mich, für meinen Teil ist das so,
Ich möchte natürlich, wenn ich mir hier zu Hause diese kleinen Naturstücke schaffe, dass die irgendwie einen gewissen ästhetischen Anspruch haben. Also das muss mir persönlich gefallen. Ich habe durch Aquascaping, und da bin ich dem Aquascaping sehr, sehr dankbar, halt verschiedene Prinzipien kennengelernt, wie man ein Aquarium optisch gestalten kann, auch nach gewissen Vorgaben, an die man sich mehr oder weniger halten muss. Bei mir ist halt so, dass ich immer den Fisch im Vordergrund habe und nicht die Gestaltung, aber ich versuche es zu vereinen. Also natürliche Aquarien, Naturaquarien mit einem trotzdem irgendwie ästhetischen Anspruch. Grundsätzlich habe ich aber auch alle Richtungen schon ausprobiert, ne? Also auch wirklich mal ein Aquarium so Aquascaping-mäßig zu gestalten, habe ich auch schon gemacht, finde ich total spannend. Ich merke für mich, in meinem Alltag ist es mir zu viel Pflegeaufwand. So, ne? Und was ich dann als Quintessenz daraus genommen habe, ist der Spruch, lasst es uns doch einfach genießen. Jeder Zweig in der Aquaristik hat seine Berechtigung und wir können einfach nur alle voneinander lernen. Und das ist meine ganz feste, tiefe Überzeugung, wirklich aus dem tiefsten Herzen, weil ich das so wichtig finde. Das ist so schön, sich das anzugucken, wenn jemand ein perfekt gepflegtes Aquascape hat, was funktioniert. Jeder muss für sich selber gucken, was passt rein in den Pflegeaufwand, in die Optik, in den Geschmack, was passt noch zu den Tieren und so weiter. Das ist mein Ding dazu. Also lasst es uns genießen, das finde ich das Wichtigste. Martin, du hast ja hier schon dir viel ermöglicht, was so in deiner Vorstellung vorher einfach existent war. Wo sind so die Projekte, wo du sagst, das steht bei mir vielleicht an oder das kann ich mir aufgrund von Platz überhaupt gar nicht ermöglichen. Ne, das, ja. Da gibt es wahrscheinlich einiges, was du noch so im Kopf hast. Auf jeden Fall. Also ich sag mal, das geht im Bereich Utopie, wie du gesagt hast. Ja. Weil es geht halt hier nicht mehr. Aber mein großer Traum wäre, es darf aber auch ein Traum bleiben, ein wirklich großes Aquarium, so groß wie es geht, ein paar tausend Liter und dann kleine Nanofische einsetzen. Schön. Ähnlich wie jetzt bei meinem neuen Projekt. Ja. Also ja, ist kein großes Becken an sich, aber ich möchte eben diesen Kontrast so haben. Ja, es geht aber um Relation. So, wenn ich jetzt in so ein Riesenaquarium dann wieder Riesenfische reinsetze, dann sieht es ja wieder aus wie ein Aquarium, wo Fische drin schwimmen. So. Und mein Traum wäre halt so, dass man so Ausschnitte hat, wo man wirklich nur also das Gefühl hat, man ist draußen in der Natur. Geil. Ja, so könnte es sein dort. Auf dem Kanal gibt es ja ein bestimmtes Format, das nennt sich 3 Fragen, 1 Lüge. Interessanterweise hat auch von euch mich niemand darauf hingewiesen, dass dieser Name des Formats völliger Quatsch ist, weil überhaupt keine 3 Fragen mehr drin vorkommen. Genau. Aber das ist keinem aufgefallen. Ne? Bei 3 Fragen, 1 Lüge geht es darum, dass du dir 3 Szenarien überlegst, die du mit der Aquaristik in Verbindung gebracht hast. Und eins davon darf erstunken und erlogen sein. Also wirklich egal was, ob dir mal irgendwas Verrücktes passiert ist, als du ein Aquarium abgeholt hast oder mit Tieren. Irgendwie was. Vielleicht hast du ja was parat. Ja, ich würde tatsächlich in diesem Bereich Aquarientransport gehen. Ich fange an. Erstes Ding. Erstes Szenario. Okay, ich bin gespannt. Wir lösen es am Ende natürlich auch. Mein Rennbahn-Aquarium ist sehr lang. Ja. 1,50 Meter. Ja. Und ich habe das mit meinem Auto, mit meinem Smart abgeholt. Und es hat auf den Millimeter da reingepasst und es hat alles gut funktioniert. Smart hat, würde ich mal sagen, eine Länge von auf jeden Fall unter 3 Metern. Ich glaube, das hat gepasst. Okay. Doch, glaube ich. Okay. Ja. Gut. Okay, Szenario Nummer 2. Ich habe ein 1,20 Meter Aquarium. Ja. Auch relativ schmal. In meiner Jugendzeit auf meiner Vespa quer transportiert. Ein gebrauchtes Aquarium. Das ist wieder so ein Ding, das hätte auch ich sein können, weil ich früher, als ich auch angefangen habe mit der Aquaristik, genauso war und ich dann Aquarium auf dem Fahrrad transportiert habe und solchen Spaß. Also deswegen, so unrealistisch ist das eigentlich gar nicht. Ich bin gespannt auf die Nummer 3. Okay. Ja. Ich habe das Wohnzimmer-Aquarium, was 2 Meter Länge hat, tatsächlich alleine hier in den dritten Stock transportiert mit bestimmten Techniken. Was hast du für eine Glasstärke? Boah, weiß ich nicht. 1,5? Nee. Weiß ich nicht, was hat denn sowas? Keine Ahnung. 12er? 10er. Normal. Normal. Wir sind hier im 4. Stock, nur mal am Rande gemerkt. Das ist schon alleine, wenn du kein Aquarium dabei hast, anstrengend. Ich gehe mal davon aus, dass das die Lüge ist. Aber wir lösen es später auf. Wir machen erstmal weiter mit unserer Tour. Wir haben uns mal schnell gedreht und sehen hier eine nicht enden wollende Wand aus Aquarien. Wir können ja mal bei dem Becken, das zu deiner Linken ist, anfangen. Ja.
Man sieht einen deutlichen Lichtunterschied, gerade wenn ich jetzt mal das Becken in Vergleich stelle. Bei so vielen Aquarien musst du ja auch Unterschiede festmachen, weil es macht ja keinen Sinn, wenn du ein System doppelst und das halt noch in einem anderen Glaskasten hast. Es kommt drauf an, was für ein Ziel verfolgt man mit so einem Aquarium. Und in diesem hier, das habe ich Flussaquarium genannt, weil ich mit viel Strömung arbeite und diese Flossensauger als Hauptbesatz drin sind, Sevilla lineolata. Und ich wollte gerne das schön hell haben. Das sind Tiere, die jetzt nicht unbedingt in Schwarzwasser vorkommen, also gar nicht, sondern im Flusssystem. Und dann habe ich gedacht, okay, nutze ich doch diesen Umstand, um wirklich mal ein Aquarium heller zu beleuchten, was ich sonst bewusst an vielen Stellen nicht mache wegen der Tiere. Dann kann ich auch mal mit Pflanzen experimentieren, die ich sonst so nicht irgendwie einsetze. Und Pflanzen ist auch tatsächlich immer noch nicht ganz mein Thema. Aber in dem Aquarium habe ich auch zum Beispiel angefangen zu düngen, was ich sonst nie mache. Ah, du düngst gar nicht. Ich dünge eigentlich nicht. Das läuft über ein Gleichgewicht, was entsteht, über die Wahl der Pflanzen, einfache Pflanzen wählen, Fütterung der Fische, biologische Filterung. Na, aber hier tatsächlich Düngung und sehr helles Licht. Also das ist für mich sehr extrem. Ne? Das habe ich vorher so noch nicht gemacht in der Richtung. Was wären jetzt Pflanzen, die man nicht in einem Aquarium, wie du es sonst hast, halten könnte? Also das wäre jetzt hier die Rotala auf jeden Fall, Hara, ne, die jetzt hier auch so schön rot wird. So eine Porosthemon ist da noch drin, hinten so eine hellgrüne, die geht einigermaßen. Also ich bin jetzt auch hier nicht in die Vollen gegangen, was anspruchsvolle Pflanzen angeht. Also es sind hier auch ganz viele Pflanzen drin, die unter einfachen Bedingungen wachsen würden. Okay. Kryptokoryne, Butzephalandrin, Anubias, also so wirklich... Anubias kenne ich. Ja, genau. Das ist so ein Ding, das kennt man. Ja. Aber was ich feststelle mit Düngung und dem hellen Licht, wachsen auch diese Pflanzen natürlich besser als in meinen anderen Aquarien. Das ist auch einfach sehr spannend zu beobachten. Ne? Ich sammle gerade so meine ersten Erfahrungen mit der Düngung. Ne? Das ist zwar schon jetzt so ein halbes, dreiviertel Jahr, aber ich finde, man braucht echt ein bisschen, um da so ein Gefühl für zu bekommen. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt mit, weiß ich nicht, 1000 Tests rangeht und der Wert muss so sein, der Wert muss so sein, sondern ich mag halt diese Beobachtung von solchen Systemen und dann daraus meine eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das heißt, ich habe angefangen mit einer totalen geringen Düngung. Also war mein Gedanke, ich dünge sonst gar nicht. Also dünge ich jetzt mal so ein bisschen und schaue, dass ich natürlich mich informiere, dass der eine Stoff Nitrat muss ein bisschen mehr als Phosphat und so weiter sein. Ja. Dass man so die grundsätzlichen Zusammenhänge hat und versteht, dann ganz langsam anfängt. Also ganz wenig düngen, mal gucken, wie es sich entwickelt, mal ein bisschen hochgehen. Dann war ich in der Zeit auch mal drüber. Das hat man dann sofort gemerkt, ne, mit Algenwachstum und so weiter. Da passten einfach die Verhältnisse nicht. Es ist ja nicht immer zu viel Nährstoff, sondern auch wenn einer zu wenig ist und der andere zu viel und so. Aber das ist so dieses Rantasten. Und ich liebe es halt, ganz viel zu beobachten. Das entspannt mich auch. Also ich sitze hier wirklich viel vor meinen Aquarien, gucke mir das alles an und dann sehe ich, okay, das sieht nicht ganz optimal aus. Ich ändere mal eine Sache und dann warte ich wieder 3 Wochen und gucke, ob es wirklich diese Sache war. Und wenn es die nicht war, dann ändere ich wieder eine Sache und dann warte ich wieder. Also Geduld und Entspannung und Beobachtung. Das ist ja oft das, was viele gar nicht berücksichtigen, weil es immer heißt, wie viel Pflegeaufwand hat ein Becken? Wie viel Zeit brauche ich, um das sauber zu halten? Das, was du ansprichst, ist ja der eigentliche Zeitfaktor. Oh ja. Das Ganze zu beobachten, das Ganze zu analysieren. Ja. Und das schaffst du halt nicht, indem du 30 Sekunden am Tag reinguckst und sagst, okay, alles ist okay, sondern... Da musst du schon tiefer schauen. Weißt du, wie viele Aquarien du hast? Ich habe im Moment, weil ich neulich gezählt habe, 15 Behälter mit Wasser. Okay. Dazu gehören aber natürlich auch dann die kleinen Zuchtaquarien. Das sind dann sehr kleine Becken, nur für die Zucht, kurzzeitiger Besatz. Ne? Oder so eine Quarantänebox aus Plastik da hinten. Die zähle ich damit rein, weil ich natürlich genauso pflegen muss wie jedes andere Aquarium. Ja, klar. Ne? Ja. Also. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ist optisch mein Lieblingsbecken bei dir? Oh, das freut mich wirklich sehr. Ja? Ich sag dir auch gleich warum. Ja. Okay, gut, geil. Also das ist auch sehr flussähnlich aufgebaut. Alleine durch die Maße natürlich schon wieder Hammer. Ja. Das geht auch so in die Richtung 1,50 Meter auf 35, 40 oder sowas, gell? Gut geschätzt. Okay. 1,40 mal 35 mal 20. Ja, das ist wunderschön. Ja. Also erstmal, warum ich mich so freue, ich habe es gerade neu gemacht. Mein Gedanke war, es ein bisschen wieder aufgeräumter zu gestalten, gerade im Bereich Überwasser. Ne? Also es war halt alles voll, die Wurzeln gingen bis hier oben, die Pflanzen und noch dahinter und man wusste gar nicht mehr, was lebt denn da überhaupt noch alles dahinter. Ja, ja. Und alles so ein bisschen cleaner zu machen und dann aber wieder an den Fischbesatz gedacht, ne? Alles so kleine Bärblinge, alles so Asien-Richtung, dass diese Wurzeln, Talava-Holz ist das,
eben diese Unterstände bilden und wo man sich vorstellen kann, dass so Fische unterschiedliche Vorlieben haben. Ne? Also hier die Microdivario cubutai sind immer im Freiwasser unterwegs. Die kleinen Boraras brigitae sind gerne mal so ein bisschen im Unterstand unterwegs. Und dass so ein Aquarium einfach, wenn es schon diese Länge hat, auch die Möglichkeit den Tieren bietet, sich den Bereich auszusuchen, wo sie sich am liebsten aufhalten wollen. Auch strömungstechnisch ist das so. Ne? Wir haben hinten eine relativ starke Strömung, versucht so eine Kreisströmung zu entwickeln. Und die können sich das aussuchen, ne? Wenn sie viel Strömung wollen. Das machen die Kubutais ganz gerne, dann stellen sie sich hinten rein. Und die anderen sind halt mehr so vorne dann unterwegs, wo wenig Strömung ist. Dein Fokus ist schon sehr auf Fischen, oder? Absolut. Also gut, sagt ja dein YouTube-Name schon aus, aber das ist quasi das Ding, wo auch du entscheidest, Scapes zu bauen, dass quasi die Fische einmal das vorfinden, was sie nahezu in Natur genauso präferieren würden. Genau, also zumindest, dass sie die Möglichkeit haben. Also in der Natur sieht das natürlich immer noch alles anders aus und deswegen auch diese strenge Biotop-Aquaristik finde ich faszinierend und stelle ich mir auch schön vor, habe ich auch teilweise schon gemacht, aber es ist halt doch hier in meinem Wohnraum ein Bild auch irgendwo und deswegen soll es dann gestalterisch auch so sein, dass es mir persönlich gefällt. Was ich an Aquarien immer liebe, ist, wenn es Bereiche gibt, die zu 100% naturnah aussehen, wo du keine Technikkomponenten drin hast, wo du wirklich quasi, ich nehme als Beispiel jetzt diesen Überwasserpart hier, wo du quasi einmal, ist jetzt auf Kamera immer natürlich schwierig, aber wo du dir einmal Glasstreben und alles andere wegdenken kannst und einfach nur die Natur fühlst. Ja. So geht's dir auch. Absolut, ja. Also ich bin total fasziniert von natürlichen Gewässern einfach. Ne, wenn irgendwo ein Fluss ist, ich stelle mich drüber und guck rein, was ist da, sehe ich was und so. Nimmst du dir die Inspiration auch daher? Hast du schon mal, das hatte ich mir auch mal überlegt, ein Aquarium nach einem Bild nachzubauen? Mhm. Aus dem Meer oder eben bei dir jetzt hier aus irgendeinem Waldteil mit einem Flussbereich? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Also ich habe es schon mal gemacht bei einem Projekt extern, das war im Schwarzwald, da haben wir so ein Schwarzwald-Paludarium gebaut, das gesehen, war tatsächlich genau so. Ne? Für mich habe ich das noch nicht gemacht. Das geht ja dann wirklich in Richtung Biotop-Aquaristik, also sehr also hardcore. Ich gucke mir ein Foto an und versuche das nachzubauen. Ne? Das habe ich noch nicht gemacht. Ne? Kann ja noch werden. Kann ja noch Martin. Kommen. Genau. Kann noch kommen. Das ist jetzt ein Biotop-Aquarium von dir. Ja, würde ich sagen. Also ich nenne es auch Asien-Biotop. Da sind Prachtgouramis drin, Parus prominus linkei. Das ist ein Labyrinthfisch. Ja, richtig, gell? Genau. Ja. Ich muss ja immer so ein bisschen versuchen, in dieses Süßwasser-Thema reinzukommen. Ganz tolle Tiere, gibt es verschiedene Arten, die halt in der Natur gefährdet sind. Und das ist so ein Beispiel, wo sich halt eine Gruppierung gefunden hat. Das ist das Parus fominus Projekt. Da haben sich Leute zusammengetan, die halt versuchen, sich so zu vernetzen, um diese verschiedenen Arten auch standortrein dann zu erhalten in der Aquaristik und sich zusätzlich auch darum kümmern, dass vor Ort im Habitat halt Schutzmaßnahmen getroffen werden oder Renaturierungen gemacht werden und so. Ne? Wir sehen natürlich jetzt recht wenig. Ne? Das ist also ein Schwarzwasser-Aquarium. Ja, absolut. Sprich, wir haben sehr, sehr viele Schwebstoffe, die das Wasser... Ah, okay. Wie ist das im Süßwasser? Ja. Wenn man von einem Schwarzwasser-Aquarium spricht, ich als Laie denke mir, da sind jetzt Blätter drin, die diese Stoffe abgeben. Mehr weiß ich aber auch nicht darüber. Ja, aber das ist schon ein guter Ansatz. Okay. Ne? Also eigentlich so alles, was organisch ist und auch zerfällt, Laub, Wurzeln und so weiter, gibt Huminstoffe ans Wasser ab. Das ist eine Stoffgruppe quasi, ne? Und diese Huminstoffe färben das Wasser halt so braun, wie man es auch vom Tee oder vom Kaffee kennt. Ja. Ne? Und sie säuern das Wasser an und machen es weicher. Quasi. Also GHKH spielt da eine Rolle. Und wir haben hier einen pH-Wert von ungefähr 5. Also wirklich sauer. Das ist Kaffee, ja. Genau, darf sogar noch ein bisschen niedriger, wenn man das möchte. Wahnsinn. Ja. Ist das, weil die Tiere das wirklich brauchen? Also wenn du ein solches Tier jetzt in Leitungswasser setzt, würde das nicht funktionieren? Das ist immer so ein bisschen zweischneidig. Ich unterscheide da immer ganz stark zwischen dauerhafter Haltung und so einer natürlichen Haltung, die auch einen Zuchtansatz verfolgt. Ja, kommen wir gleich zu deiner Zucht. Für Letzteres muss man diese Werte einhalten. Und natürlich gibt es mehr oder weniger empfindliche Arten. Und Parus fominus insgesamt würde ich schon als wirklich Weichwasser und sauer beschreiben. Da ist so ein mittelhartes Leitungswasser schon eher problematisch. Also wir haben ja schon gesagt, man sieht jetzt wenig, man sieht die Fische auch wenig, die sind sehr zurückhaltend. Man muss also hier ganz entspannt vorsitzen und länger vorsitzen, damit man dann auch mal ein bisschen was beobachten kann. Wenn man es in den B-Roll-Aufnahmen sieht, hat es funktioniert. Dann hat es funktioniert. Wenn man sagen würde, gestalterisch und pflanzentechnisch als Bild, ist es ja eher nichts.
So, ne? Ja, das ist so. Aber ich gucke halt gerne rein. Ja, ja, das finde ich gut. So, auf der gegenüberliegenden Seite hast du eine Zuchtanlage erstellt, bestehend aus 4 Aquarien, die nicht miteinander verknüpft sind. Ich denke, das hat einen Sinn. Das hat auf jeden Fall einen Sinn. Ich habe verschiedenste Arten hier immer im Ansatz, im Zuchtansatz, und die brauchen gerade für die Zucht natürlich ganz unterschiedliche Bedingungen. Ne? Also gerade was Wasserhärte angeht, pH-Wert angeht, aber auch was Temperaturen angeht, und ich kann hier nicht alles ein System machen, dann kann ich ja nur noch Tiere mit den gleichen Bedürfnissen nachzüchten, sondern ich habe hier ganz verschiedene Wasser drin und immer auch unterschiedlich. Ne? Also ich nenne das auch immer so ein bisschen meine verrückte Professorstation. Ja, weil, sieht auch so aus. Optik, das ist mir so 100, hier völlig Latte. Allgemein, bei dir 100% Hobby. Egal, wo du in diesem Raum hinschaust, das ist 100% Hobby. Ja. Das liebe ich. Hobby ist auch ein guter Stichpunkt, weil ich das ja in keinster Weise irgendwie betreibe, im Sinne von, ich möchte jetzt hier, wer weiß, wie viele Tiere nachziehen und die womöglich noch veräußern und so weiter, sondern mir geht es nur darum, wenn ich eine Art mir besorge, dass ich auch versuche, die einmal nachzuziehen. Und ich möchte, egal welchen Fisch du dir kaufst, du möchtest. Ja, es gibt auch Sachen oder Arten, wo ich das noch nicht gemacht habe oder wo ich auch weiß, so ist bisher noch nirgendwo auf der Welt gelungen und scheint sehr, sehr schwierig zu sein. Was wäre so dein? Packt es mich dann, aber. Genau, was wäre so dein Traum? Was würdest du gerne mal nachziehen wollen, was jetzt noch kein anderer deines Wissens nach geschafft hat? Auch schwierig. Ich gebe mal das Beispiel Dornaugen. Ich werde auch ganz häufig gefragt, das sind diese langen Schlangen in den genau, genau. Theopangiokuli. Die habe ich auch. Eine Schmerlenart, soweit ich weiß. Genau, richtig. Ich muss ein bisschen lernen, deswegen. Ich frage dich auch. Die wurden schon vermehrt, aber wenn ich das richtig weiß und wenn es noch der aktuelle Stand ist, sowas kann sich natürlich jederzeit ändern, dann nur als Zufallsvermehrung in der Haltung. Also da hat irgendwas so gepasst, dass auf einmal kleine Dornaugen da waren. So. Und du möchtest es quasi mit... Gezielt, wo ich weiß, das musst du machen, um die zu züchten. Ja. So, ne? Das wäre ein Beispiel, weil die Frage so häufig kommt. Okay. Wie viele Stunden brauchst du für all diese Aquarien? Ja. Für die Grundpflege. Also das, was in meinen Augen, so wie ich dran gehe, nötig ist, das sind Wasserwechsel in der Woche einmal, das ist so Vorfilterschwämme reinigen und so, brauche ich tatsächlich so ungefähr 2 Stunden. 1,5, 2 Stunden. Und dann habe ich die eigene gut in Schuss, die Aquarien. Das geht. Das hat auch was damit zu tun, dass ich mir so ein Wasserwechselsystem ein bisschen überlegt habe, wo verschiedene Aquarien gleichzeitig ablaufen. Also stecken da Gedanken drin, die dazu führen, dass insgesamt ja nicht zu viel Zeit dabei drauf geht einfach. Ne? Natürlich kommt dann dazu, weiß ich nicht, mal Pflanzen zurückschneiden, füttern jeden Tag, auch mehrfach füttern, wenn du in der Nachzucht bist. Und auch so, mal was neu gestalten. Ne? Das neu ist natürlich gestalten, alles, genau. Ne? Aber so diese wirklich die Grundpflege, so dass ich sagen kann, okay, läuft alles, sind so 2 Stunden in der Woche. Und das finde ich echt einen guten Wert. Bei 15 Aquarien? Ja, die Aquarien sind alle sehr klein. Das hat in der Zucht häufig den Vorteil, dass man halt schnell mal Werte anpassen kann, dass man schnell ein Aquarium leer räumen kann, um die Fische wieder fangen kann, Jungtiere rausfangen kann und so weiter. Ne? Also alles praktikabel eingerichtet. Ich habe hier in diesem flachen Aquarium momentan Jungtiere von Apistogramma agassisi. Gramma klingt im Meerwasserbereich, ist das eine Barschart? Zwergbuntbarschart, ist auch, genau. Okay, ja. Also Apistogramma ist eine ganz große Gattung mit ganz vielen verschiedenen Arten. Ich liebe diese Gattung. Hier oben sind die Elterntiere. Ah. Die haben schon das nächste Gelege gemacht. Ach, okay, also das ist quasi gar nicht mal Zuchtbecken, sondern das ist eigentlich eher ein Aufzuchtbecken, wenn du so willst. In dem Fall jetzt wäre es ein Aufzuchtbecken. Okay. Genau, also das schwankt immer. Ne? Ich setze hier Tiere an, ich habe hier Panzerwelse schon angesetzt und nachgezüchtet und so weiter. Ne? Ja. Hier drin habe ich eine kleine Orgitter-Hanischwelsart, die Parodocinclus haroldoi. Noch nicht so verbreitet, habe ich gut nachziehen können schon. Im Moment machen sie ein bisschen Pause. Ich habe einen Großteil meines Bestandes auch in die Dauerhaltung hier oben reingesetzt. Und hier ist jetzt noch ein Pärchen drin und ich glaube so 1-2 Jungtiere. Und dann gucke ich wieder weiter, was da so passiert. Ne? Die Hyphis rubricon Mutzel ist auch noch ein Kunstname, Spezies, also noch nicht beschrieben. Mm. Die habe ich auch schon mal nachgezogen und habe da auch schon Tiere weitergegeben. Jetzt habe ich sie nochmal angesetzt, weil ich sie in die dauerhafte Haltung in meinem Wohnzimmer-Aquarium gepackt habe. Und da hätte ich gerne einfach ein paar mehr. Das ist für mich auch manchmal ein Grund, ne, zu sagen, die sind jetzt im Handel mittlerweile schon ganz okay verbreitet, aber auch haben noch einen ordentlichen Preis. Ich habe jetzt eine Gruppe von 11 Tieren insgesamt und habe nochmal ein Männchen mit 2 Weibchen hier separiert. Ja. Und ziehe jetzt nochmal ein paar nach, einfach um dann den Schwarm oder die Gruppe in meinem Wohnzimmer-Aquarium zu vergrößern. Und hier habe ich die Microdovere cubotae drin, die auch schon in der Größe sind, dass ich sie im Prinzip umsetzen kann ins Uferaquarium. Das fand ich spannend, die nachzuziehen. Habe ich auch über so eine Keilbecken-Geschichte gemacht. Kommt auch noch ein Video zu, natürlich dann, wo ich das im Detail zeige.
Martin, du hast ja eine sehr einseitige Art der Filterung. Also du probierst hier nicht allzu viel aus, sondern du hast für dich das passende System gefunden und ziehst das quasi in allen Aquarien durch. Ja, fast. Okay. Also ich würde sagen, das Grundprinzip ist immer sehr ähnlich. Ich habe irgendeine Form eines Filters und versuche da das Volumen so groß wie möglich zu wählen und packe das komplett voll mit biologischem Filtermaterial. Ja. Da sind also keine Schwämme drin, sondern es ist nur biologisches Filtermaterial drin. Ich habe dann an den Ansaugstutzen von den Filtern, habe ich überall halt diesen Filterschwamm dran. Und der ist meine mechanische Filterreinigungsstufe. Geiles Wort. Also du ziehst quasi nicht einmal Partikel aus dem Wasser raus, um sie dann unten entsprechend aufzufangen, genau. Sondern das findet bei dir schon im Aquarium statt. Richtig, ne, genau. Das kennt man ja auch vom Prinzip her von Innenfiltern oder wie auch immer, ne, dass da halt so ein Schwamm dran ist. Und dann ist meine einzige Aufgabe, den Durchfluss im Blick zu haben. Und wenn ich merke, oh, lässt ein bisschen nach, dann nehme ich den Schwamm ab. Spüle den auch unter Leitungswasser aus, da muss man auch nicht aufpassen irgendwie, weil meine biologische Filterung findet ja nicht darin statt. Ne? Ja. Und dann kann ich die richtig schön sauber machen, ausschrubbeln, wieder dran stecken und das war's quasi. Aber da fällt dir doch die Hälfte ab, wenn du das im Aquarium abnimmst, da oder? Muss man einfach ein bisschen gucken. Also es gibt da Methoden auch, um das komplett zu verhindern. Du kannst zum Beispiel mit einer Tüte rein und das Ganze umschließen und rausziehen. Ja. Oder du nimmst so einen Fischbecher oder so. Und dann geht das Ganze quasi einmal in Außenfilter, also du arbeitest hier weniger mit Innenfiltern? Komplett gemischt. Ne? Aber gerne mit Außenfiltern, einfach nur aufgrund des Volumens, die diese Filter bieten. Ne? Und der ist relativ groß hier und der ist halt nur von oben bis unten komplett gefüllt mit biologischem Filtermaterial. Und das war's. Also mehr gibt's nicht. Meine Zuchtaquarien, da sind so kleine Hang-on-Filter dran. Ja. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Also da ist halt ein Volumen, was ich mit biologischem Filtermaterial fülle und Ansaugstutzen mit Filterschwamm. Ich habe aber auch einfach nur Innenfilter laufen teilweise in den Becken. Und auch das funktioniert. Diese Innenfilter haben halt den Vorteil, dass sie super schnell zu säubern sind. Die Biologie funktioniert auch so mit einer Wasserpflege, die angepasst ist. In Quarantänebecken und Zuchtbecken mache ich relativ viel Wasserwechsel. Diese kleinen Schwämme von den Innenfiltern, die reichen dann entsprechend auch aus, um das Ganze stabil zu halten. Wie viel Wasserwechsel machst du im Durchschnitt? Ich glaube, du machst wöchentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich bin noch so auf der Spur wöchentlich Wasserwechsel, weil ich damit einfach gut fahre. Also jede Woche Wasserwechsel, 20-50%. Das ist das, was ich eigentlich immer mache. Und mittlerweile gucke ich tatsächlich, dass ich an der einen oder anderen Stelle mit noch mehr biologischem Filtermaterial und so weiter so ein Aquarium auch mal beobachte und mal 3 Wochen keinen Wasserwechsel mache und dann mal schaue, was so ist. Aber mir fällt schon auf, nach dem Wasserwechsel ist alles irgendwie strahlt. Die Tiere sind irgendwie wieder aktiver und so. Okay, also andere Filtertechnik hier zum Beispiel ist noch ein Bodenfilter. Den habe ich selber gebaut. Das heißt, es ist einfach nach hinten hin ansteigend ein riesen Bodenvolumen, auch mit sogar biologischem Filtermaterial ist der Bodengrund aufgebaut. Und dann wird es durch den Boden gezogen, hinten in so eine kleine selbstgebaute Kammer und dann wieder nach oben raus ins Aquarium gegeben. Kann man das sehen? Ist schwierig wahrscheinlich. Ja, schwierig, weil es extra so gebaut ist, dass man es sieht. So, wir sind gewechselt ins Wohnzimmer. Jawohl. Weil du dachtest dir, ein Raum voller Aquarien ist nicht genug. Das reicht nicht. Aber lustigerweise hat es mit dem Aquarium alles angefangen. Also seitdem ich mit meiner Frau zusammen wohne. Denn da war so ein bisschen, okay, ein Aquarium ist gut. Das wird dann im Wohnbereich stehen und das soll dann auch ein bisschen schön aussehen. Deswegen Raumteiler, besonderer Schrank, besondere Maße und so weiter. Und damit habe ich meine Lust auf das Hobby befriedigt und für Katrin war das alles in Ordnung. Und dann kam quasi anschließend erst der Raum. Genau, also dann war mal so ein Aquarium noch mal mehr da. Also kam dann halt so und irgendwann kommt man an so einen Punkt, wenn es noch mal eins mehr wird, dann fällt das gar nicht mehr auf. Clever, ich merke schon. Also spätestens jetzt kann man sich sehr von diesem Video inspirieren lassen als Hobbyist. Man muss mal kurz dazu sagen, wir sitzen hier auf dem Boden. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr tief und es hat auch einen Grund, warum das so tief ist. Genau. Also ich sitze halt super gerne auf großen Kissen auf dem Boden davor. Und vor allem, das ist der Hauptgrund, unser Wohnzimmer ist so aufgebaut, dass die Couch, wenn ich drauf liege, genau die Höhe von dem Aquarium hat. Clever. Also dann kann ich im Liegen, habe ich halt das genau auf der Höhe. Deswegen nice. Deswegen ist es so tief. Was haben wir hier für ein Scape? Das Ganze geht auch wieder in Richtung Südamerika. Super einfache Pflanzen mit Javafarn, Bolbitis, Anubias und so weiter. Und super einfach beleuchtet. Wir haben Überkopffilter, das ist was Besonderes. Du hast also den Filter über das Becken gehängt. Das richtig. Durchaus sehr speziell. Ja, genau. Ne? Aber gleiches Prinzip wie sonst auch. Ne? Einfach Filtervolumen und
Ansaugkorb mit Filterschwamm. Und hier habe ich einfach Filtermaterial drin. Das ist eine Pumpe drin, die das Wasser aus dem Aquarium in diesen Blumenkasten saugt. Und dann läuft es an der Stelle einfach über auf der anderen Seite und wird wieder ins Aquarium geführt. Einfach, aber effektiv. Genau. Geil. Und hier bietet es sich natürlich an, weil es sieht scheiße aus, aber es ist halt im Schrank. Ja, genau. Also du hast halt anderweitig nicht die Möglichkeit, hier einen externen Filter anzuschließen, außer ihn neben das Aquarium zu stellen. Und das ist im Wohnzimmer natürlich immer hässlich. Richtig. Von der Beleuchtung her ist das ja auch tiefenentspannt, würde ich mal behaupten. Absolut, ja. Da sind zwar LEDs, ne, aber so LED-Röhren, ja, super easy. Ne? Also die machen nicht viel Licht, nicht zu viel Licht, aber für die Pflanzen, die ich drin habe, gerade so ausreichend. Die könnten natürlich gesünder und besser wachsen, aber ich finde es völlig in Ordnung. Macht super wenig Arbeit. Ne? Also zum Beispiel sowas wie Scheiben sauber machen, was ihr aus der Meerwasseraquaristik so viel kennt, ja. Kenne ich hier im Prinzip gar nicht. Echt? Also gar nicht. Ich gebe zu, ich habe für heute, bin ich mal wieder drüber gegangen, weil das, was sich natürlich immer entwickelt, ist so ein Schmierfilm, Bakterienansätze, ja. Also ja. Algen. Gibt es nicht an den Scheiben. Durch die Beleuchtung und wie es aufgebaut ist. Ne? Ah, das ist ein Traum, Marty. Wir können ja mal kurz zum Füttern wechseln, ja. Weil du hast hier im Gegensatz zu den anderen Becken, auch platzbedingt natürlich, wesentlich mehr Fische drin. Ja, das stimmt. Wie fütterst du denn normalerweise? Ja. Also ich bin beim Futter immer auf der Seite Abwechslung. Mhm. Und zwar in allen Belangen. Also was die Futtermittel von den Inhaltsstoffen angeht, aber auch was Marken angeht tatsächlich. Also ich mische einfach gerne, ja. Weil ich mir so vorstelle, okay, wenn ich einfach alles benutze, was dafür hergestellt ist, dann komme ich unterm Strich ganz gut dabei raus, ne, für die Ernährung der Fische. Und zusätzlich Lebenfutter, Frostfutter. Also ganz klar, ne, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil es einfach natürliches Fressverhalten fördert und das muss gut sein, das zu füttern. Fütterst du auch mehrfach am Tag? Das ja, kommt aufs Aquarium an. Ne? Okay. Wenn ich meine Zuchtprojekte mache, dann sehr, sehr häufig. Also ja. Teilweise, wenn ich die Zeit finde, bis zu 10-mal am Tag. Boah, okay, krass. Ja. Ich habe dir heute auch ein Futter von mir mitgebracht. Ja, sehr schön. Wir können es ja mal kurz, den Werbepart auch abzufüllen heute. Nein, Spaß. Das ist der Nanomix. Ist quasi ein Futter, was ganz leichtes Granulat mit Flocken mischt. Wer da genauere Informationen haben will, verlinke ich natürlich in der Videobeschreibung, aber ich möchte natürlich auch den Martin einmal davon überzeugen, beziehungsweise ich möchte einfach, dass du mal gerne mir in den nächsten Tagen Feedback gibst, wie du das Ganze findest. Wir können ja mal Live-Fütterung, Raubfischfütterung machen. Mal gucken, ob sie jetzt so kommen wie immer, ne? Mit ja, Licht genau. Und zwei Leute davor und so weiter. Aber ich schmeiß einfach mal ein bisschen was rein und guck mal. Kann auch sein, dass der Futterautomat gerade vorher gefüttert hat. Ah, okay. Also die Panzerwälse stürzen sich auf jeden Fall direkt aufs Granulat drauf. Ja. Und im Freiwasser wird schon fast alles wegschnabuliert. Also meine Damen und Herren, lieber Martin, vielen, vielen Dank, dass wir uns das Ganze heute hier anschauen durften. Ich denke, für deine Community war vielleicht jetzt nicht alles neu. Kann ich mir vorstellen. Also du ein paar Sachen aber vielleicht auch schon. Gibst ja viel, auch Preis, auch was jetzt so deinen aquaristischen Werdegang, sage ich mal, angeht. Du probierst ja viel aus und lässt da jeden teilhaben. Deswegen, wenn ihr nicht eh schon bei Martin auf YouTube vorbeigeschaut habt, macht es spätestens jetzt. Es lohnt sich definitiv. Und wir müssen noch einmal eine Sache erledigen. Wir müssen nämlich noch das sinnloseste Format, was es auf YouTube gibt, auflösen. Drei Fragen, eine Lüge mit nur einer Frage. Ja. Martin, was davon war Mist? Tatsächlich habe ich das Wohnzimmer-Aquarium, du lagst völlig richtig, nicht alleine hier hochgetragen. Geil. Aber ich glaube, es wäre möglich. Aber 2 Meter ist, das musst du handeln irgendwie. Klar. Also, gerade bei den Treppen und Kurven. Ja, genau. Das hatte ich im Gefühl. Geil. Da freue ich mich gerade. Also Martin, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns alle hier nächste Woche wieder. Habt eine fantastische Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Fühlt euch nicht gezwungen. Aber wenn ihr wirklich sagt, hier komm, den zwei Männern, den gönne ich mal was, dann macht genau das. Hinterlasst gerne Kommentare, hinterlasst gerne auch Fragen natürlich an Martin direkt. Ich denke, du hast Fragen ohne Ende, die du tagtäglich beantwortest, aber auf ein paar mehr. Kommst du halt auch nicht an. Super Sache. Auf geht's. Freunde, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.